Wir stellen Ihnen heute den jüngsten der VW-Familie vor, nämlich den VW ab. Ein kleiner, schnittiger Stadtflitzer, der gerade mal 3,54 Meter lang ist. Und wir wollen schauen, was alles in diesen 3,54 Meter drinsteckt. Das Erste, was auffällt, ist, dass der Up ziemlich klein und kompakt ist. So klein, dass er hier problemlos vor jede Eisdiele passt. Dafür, dass der Up so klein ist, hat er riesige Türen. Die sind deshalb so riesig, damit man ganz bequem hinten einsteigen kann. Schauen wir mal, wie viel Platz tatsächlich da drin ist. Relativ viel Platz da hinten dafür, dass das Auto so klein ist. Ich hole jetzt mal den Vordersitz zurück. So. Selbst wenn ich hier den Vordersitz relativ weit nach hinten klappe, habe ich doch noch genug Beinfreiheit vorne. Gut, ich bin jetzt auch nicht so ein Riese. Ich kann mir vorstellen, dass jemand so mit 1,90 hier hinten seine Schwierigkeiten bekommen könnte. Aber da muss er sich halt nach vorne hinsetzen und die anderen gehen nach hinten. Also, dass wir hinten auf den Rücksitzbänken viel Platz haben, das haben wir jetzt schon gesehen. Aber oftmals ist ja das Manko bei diesen City-Flitzern, dass der Kofferraum nicht groß ist. Das ist bei dem hier jetzt etwas anders. Man kann hier schon ganz gut sehen, dass die Heckklappe über die ganze Breite des Autos geht. Das heißt, wir haben eine ziemlich große Heckklappe. Und auch wenn man den Wagen aufmacht hinten, sieht man direkt, dass hier relativ viel Raum drin ist. Und auch wenn ich hier hinten die Hutablage mal hochmache, sieht man, dass hier hinten im Kofferraum genug Platz ist, um einen Wasserkasten reinzustellen, um ein paar Einkaufstüten reinzustellen und um natürlich den Wochenend-Shopping-Marathon durchzustehen. Und wenn der Platz mal gar nicht reichen sollte, dann kann man ganz bequem von hier hinten die Rücksitzbank lösen und asymmetrisch umklappen. Dadurch entsteht ein fast ebener Laderaumboden. Und wenn Sie dann doch mal 1,5 Liter Wasserflaschen kaufen sollten, die so in diesen Kofferraum nicht so komfortabel reinpassen, dann können Sie hier ganz bequem diesen Zwischenboden hochklappen und diese Wasserflaschen hier unten in das Loch reinstellen. Da ist nämlich mächtig viel Platz, hätte ich so gar nicht gedacht. Und wenn Sie alles machen, wenn Sie die Sitze umklappen, wenn Sie den Zwischenboden rausnehmen und wenn Sie die Hutablage wegnehmen, dann haben Sie auf einmal dann doch so viel Platz, dass Sie ganz bequem noch ein paar Kartons von IKEA hier reinbekommen. So, ich finde, jetzt haben wir genug verstaut, jetzt haben wir genug vermessen. Ich will jetzt wissen, wie der abfährt. Ich finde, der Wagen liegt gut und der hat, man hat das Gefühl, hier alles im Griff zu haben. Aber das liegt halt auch daran, dass der so süß klein ist. Der Motor läuft ein bisschen rau und körnig. Aber das liegt bestimmt daran, dass der Wagen hier diesen neuen Dreizylinder-Motor hat. Der sorgt natürlich dafür, dass mein Verbrauch ein bisschen geringer ist, aber bietet nicht so den Komfort, den ein Vierzylinder-Motor hat. Also ich finde, die 3,54 Meter merkt man besonders dann, wenn man in ein Parkhaus rein möchte, in dem genau noch ein einziger Parkplatz frei ist und der ist direkt neben einer Betonsäule. Dass der Up in der Stadt super fährt, das wissen wir jetzt. Aber fährt er auf dem Land auch genauso gut wie in der Stadt? Das wollen wir jetzt mal testen. Dieser 75 PS Motor, den wir hier getestet haben, reicht für diesen kleinen Wagen völlig aus. Er beschleunigt schnell. Ich habe das Gefühl, mit ihm ganz agil zu fahren und habe auch bei kleinen, engen Straßen alles unter Kontrolle.
Der Up ist ein kleiner Wagen und für die Innenstadt ist er auch perfekt geeignet. Man merkt allerdings, wenn man draußen auf der Landstraße unterwegs ist und in rauer Wind geht und gleichzeitig die Straße auch noch ein bisschen ruckelig ist, dass er dort nicht so diese souveräne Straßenlage hat wie so ein großer SUV oder eine riesige Limousine. Das ist natürlich ein kleiner Abstrich, aber es ist ein Kleinwagen und bei dem darf das auch so sein. Den VW Up gibt es in drei Ausstattungsvarianten. Wir haben hier die mittlere Ausstattungsvariante getestet, den Move. Das Ganze wirkt sehr stylisch, sehr aufgeräumt, sehr klar, klare Linien. Das liegt unter anderem daran, dass wir hier ganz klar abgetrennte Kanten haben, die das Ganze sehr aufgeräumt und sehr ruhig wirken lassen fürs Auge. Außerdem wirkt alles sehr stylisch dadurch, dass wir hier schwarz und weiß voneinander abgehoben haben. Nicht nur vorne bei den Armaturen, sondern auch links und rechts bei der Türverkleidung innen. Stauraum gibt es auch, zwar nicht viel, aber es reicht locker, um das Etui seiner Sonnenbrille da drin zu verstauen. Und zu so einem Cityflitzer gehört natürlich auch ein Coffee to go. Und dafür hat sich VW diese Halterung einfallen lassen, die man leicht umklappen kann und in die man dann seinen Becher reinstellt. Dieser Up, den wir hier getestet haben, kostet 11.250 Euro und ist somit 800 Euro teurer als die Basisvariante mit gleichem Motor. Der Wagen ist klein, schnuckelig, innen vielleicht ein bisschen nüchtern ausgestattet, sieht aber stylisch aus und hat durchaus das Potenzial, mal zu einem Knutschkugel Evergreen zu werden. Und das Schöne bei dem kleinen Kerl hier ist, dass er wirklich bei allem mitmacht. Selbst wenn man bei der Eisdiele, wo man eigentlich hin möchte, kein Platz mehr frei ist. Lecker.